Hallihallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Anime-Video. Ich habe gerade ein Video gesehen von jemandem, der auch ein neues Video über das Chapter gemacht hat. Und ich dachte mir so, da ich das neue Chapter auch gelesen habe, drehe ich jetzt einmal mein Video. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin enttäuscht von diesem Kapitel. Enttäuscht darüber, dass Natsu angeblich stirbt. Und ich habe schon so zu meiner besten Freundin gesagt, wenn Hiromashima Natsu wirklich sterben lässt, ich glaube, dann fliege ich extra nach Japan und gebe ihm so dermaßen eine Ohrfeige, weil ich liebe Natsu über alles. Es ist der beste Hauptcharakter, den ich in meinem Leben je gelesen habe, sag ich mal. Und ich muss sagen, in dem Kapitel sieht man ja einen Riss, höchstwahrscheinlich die Timeline, die einen Riss hat, und jo, jetzt sind ja wieder viele Fakten rausgekommen, dass sich jemand wahrscheinlich da durchzwängt, Acnologia und bla bla bla. Also ich nehme jetzt mal seine Fakten. Er geht davon aus, dass sich Acnologia aus der Timeline rausdrückt, dass er halt, wie gesagt, nochmal seine Chance kriegt. Ich bin ja der Meinung, erstmal zum Wesentlichen, Quay hat ja den Fluch an Lucys Arm weggemacht, und höchstwahrscheinlich war das auch die Verbindung zu Natsu, wobei ich ja eher glaube, dass es da eine tiefere Verbindung gibt. Ja. Und Zeref ist gestorben, Buch ist verschwunden und Natsu dementsprechend ein paar Minuten danach auch. Wie gesagt, ich habe das Chapter ja gelesen. Also ich habe mich im Grunde genommen selber gespoilert, weil ich bin ja noch nicht so weit in dem Kapitel. Und jetzt ist die Behauptung von vielen, dass Natsu, also dass es kein IND mehr geben wird, weil Buch ist ja verschwunden, ne? Also Zeref weg, Dämons weg, IND weg. Er ist ja auch ein Dämon, also in dem Fall, aber ich sag's jetzt einfach mal extra. Ich bin aber irgendwie anderer Meinung, weil es ist ja immer noch der Spalt der Timeline. Und ich habe so das Gefühl, auch wenn das Buch verschwunden ist, dass vielleicht Natsu sich durch die Timeline drückt, entweder als IND oder normal als Natsu halt. Natsu eben. Ja. Und ich denke jetzt mal, dass er sich aus der Timeline rausdrückt und sogar noch einen Auftritt kriegt, gegen Acnologia zu kämpfen. Also ich bin nicht der Meinung, dass das nächste Chapter von Acnologia handelt. Ich bin eher der Meinung, dass bei Hiromashima wir irgendwie keinen sterben lassen aus Fairy Tail. Deswegen kam ja Makarov auch wieder. Und ich denke mir so, dass er auch Natsu nicht sterben lassen wird, weil er ja mal in einem Interview gesagt hat, dass Natsu sein, wie sagt man, dass sein Charakter ist, den er am liebsten mag, neben Lucy aus den weiblichen Charakteren. Und ich denke mal, dass er Natsu noch einen Auftritt geben wird, gegen Acnologia zu kämpfen. Das ist meine Meinung, weil ich glaube, wenn Natsu wirklich sterben würde, würde ich in Tränen ausbrechen und würde mich eine ganze Woche in mein Zimmer verkriechen und heulen. Und ich glaube, das will meine beste Freundin nicht wirklich, weil ich ja immer auf ihr rumhack. Weil sie ist eher so der Chakal-Fan und ich sagte immer so, ja, Chakal ist sowieso gestorben, der ist Geschichte, der existiert nicht mehr, der ist weg, der ist futsch. Und da regt sie sich halt immer so auf, so, nein, und ich glaube an ihn und er wird wieder zurückkommen und so. Ja, ich denke mir nur so, red einfach weiter, interessiert mich sowieso nicht. Weil mich interessiert wirklich nur Natsu und Hiromashima, in dem Fall Hiro-sama, sag ich ja immer, hat in einem anderen Interview gesagt, dass es ein Nalu geben wird und, Spoiler, dass es Natsu und Lucy auch ein Kind haben werden, das Nashi heißt. Das hat er alles bestätigt. Allerdings, wenn er Natsu jetzt sterben lässt, dann widerspricht er sich ziemlich selbst in dem Interview, was ich dann ziemlich kacke von ihm fände, wenn er Natsu jetzt wirklich sterben lässt. Und ja, ich habe schon, wie ich das andere Chapter gelesen habe, gesehen, so, ja, erst stirbt Makarov, dann lässt er ihn wieder am Leben sein und so. Und ja, irgendwie ist das lästig, weil, okay, dass Ichiha gestorben ist, wusste ich nicht, weil das Kapitel habe ich nicht gelesen in dem Fall.
Ich lese ja auch nicht alles, weil mich interessieren nur die Kapitel mit Natsu, deswegen lese ich auch nur die Kapitel mit Natsu. Und ja, er kann Leute einfach nicht totlassen. Ich habe auch so das Gefühl, dass er Mavis wieder zurückholen wird, also weil irgendwie er mag Fairy Tail so sehr, dass er aus der Gilde Fairy Tail keinen sterben lassen kann und ja, Leute einfach totlassen. Also ich meine, die Gilde ist groß. Wenn jetzt zwei Leute sterben, hätte er eigentlich nicht mal einen großen Verlust gehabt. Makarov Master, ja, dann wäre der nächste Master dann wahrscheinlich Laxus gewesen oder einer von den anderen. Mavis war ja eigentlich im Grunde genommen sowieso schon tot. Laxus wäre definitiv der neue Master gewesen. Wie gesagt, Mavis ist sowieso schon tot, nachdem sie sich mit Zeref geküsst hat in den anderen Kapiteln, also in Buch Zero. Und ja, ich meine, man kann doch die Leute einfach totlassen. Ist doch kein Verlust. Ja, okay, sie haben halt alle geweint, ne? Master tot und Natsu hat es vor allen Dingen, würde ich mal ganz ehrlich sagen, mit am härtesten getroffen. Und ja, also ich bin der Meinung, dass Hiro-sama den Timeline offen gelassen hat, damit Natsu als END wahrscheinlich wieder da rausgehen kann. Ja, ich weiß, das Buch ist verschwunden und gibt kein END mehr. Ich hege da sehr große Hoffnung, vor allen Dingen, da auch in jedem Wikipedia steht, dass Natsu am Leben sein soll. Und ja, meine Hoffnung ist jetzt so, dass er als END rauskommt und so und halt alle so geschockt sind und irgendwie er dann, was weiß ich, also es gibt ja so ein Fanart, ne, wo Natsu Lucy im Arm hat und dann sagt so, ja, Lucy, tut mir leid und so. Das ist so ein Fanart. Auch wenn meine Bilder hier ziemlich klein sind, ich werde dieses Bild mit reinschneiden. Definitiv. Also ich unterbreche kurz, das Bild wird jetzt angezeigt werden. Und ich fand diese Fanart eigentlich richtig cool und es hätte auch, ich meine, es ist nur ein Fanart, ne? Also es kommt jetzt nicht wirklich vor. Und ich fände es schon cool, wenn das so passieren würde. Deswegen, ich finde solche Theorien wie Natsu ist gestorben, finde ich voll übertrieben. Und ja, ich bin halt der Meinung, dass es Hiro, sagen wir mal, noch ein bisschen in die andere Richtung schiebt. Ich meine, jetzt so Lamia, Scale und die Gilden, die interessieren mich so null. Die interessieren mich so gar nicht, weil mich interessiert wirklich nur die Gilde Fairy Tail. Ich finde, wie Lucy, wenn es die Gilde wirklich geben würde, würde ich dieser Gilde auch beitreten wollen, weil sie einfach nur lustig ist, chaotisch, zusammenhaltend, familienmäßig. Und sie machen halt auch Dummheiten zusammen und zerstören halt alles zusammen und so. Sie gehen halt auch immer zu weit. Und ich glaube, ich bin auch eher so der Typ, der immer gerne alles kaputt macht. Gebe ich ungern zu, aber ja. Allerdings, wenn die Gilde echt wäre, würde ich wahrscheinlich nur wegen Natsu beitreten. Aber okay, das... ja. Red mal nicht weiter drüber, ne? Auf jeden Fall denke ich mir so, also Hiro-sama wird definitiv die Timeline nutzen, um END nochmal eine Chance zu geben. Also jetzt direkt END wird es wahrscheinlich nicht geben, aber Natsu mit seiner vollen Power denke ich schon, dass er Acnologia besiegen könnte. Könnte, sagen wir mal. Und also ich denke schon, dass er die Timeline nutzt, die Lucys Verwandte hat, Firia Dingens da, keine Ahnung wie sie heißt. Hab den Namen vergessen, dass sie, wo sie den Spalt geöffnet hat, so, dass er halt IND nochmal rauskommt und gegen Acnologia kämpft und die halt alle so in den Himmel gucken und sich dann so denken, so, wer kämpft da jetzt und er dann nach dem Kampf runterkommt
und so, und dann erkennt halt jeder, es ist IND oder Natsu in dem Fall. Also, ne, also ich habe auch schon, jetzt abgesehen von dem Anime Fairy Tail, kommt ja auch der neue Film Fairy Tail Dragon Cry raus. Und da hat mir meine Freundin gesagt, dass sie irgendwie in die Vergangenheit reisen und so. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil sie meinte, das ist zwischen den Tartaros Arc und den Spriggans Arc. Und da habe ich mir so gedacht, es ist egal, ob es zwischendrin ist, Ignil ist tot. Ignil ist gestorben im Tartaros Arc. Wie kann er dann also in Fairy Tail Dragon Cry wieder dabei sein? Und das ist jetzt kein Spoiler, denn jeder, der die Ausschnitte gesehen hat, weiß, dass Ignil dabei sein wird. Wenn sie wirklich in die Vergangenheit reisen sollten, fände ich es auch irgendwie logisch, dass er wieder da ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in die Vergangenheit reisen. Irgendwie so. Ich denke mal, sie werden einfach in eine neue Stadt kommen, auch in Fior, aber nicht in der Vergangenheit. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. So. Und ja, also wenn es wirklich die Vergangenheit ist von Fairy Tail Dragon Cry, kann ich mir gut vorstellen, dass Ignis wieder da ist, weil sie ja in der Vergangenheit ist. Ne? Wenn es aber nicht die Vergangenheit ist, kann ich mir null vorstellen, warum er Ignis wieder Leben gegeben hat. Wobei ich schon denke, dass meine Freundin recht hat, dass sie wirklich in die Vergangenheit reisen, wobei es ja, wie machen sie das dann? Ist es dann wie in dem einen Ofer, wo man erfährt, wie Natsu seinen Kratzer gekriegt hat am Hals, wobei ich diesen Ofer null verstanden habe und ich immer noch nicht weiß, wie er seinen Kratzer gekriegt hat. Das weiß ich bis heute nicht, weil ich diesen Ofer einfach nicht kapiert habe. Er hat mit Quay gekämpft. Und mitten im Kampf kommt dann so eine kleine Szene, wie man sieht, dass er hier plötzlich einen Kratzer hat. Er aber sagt, dieses Monster. Hat er jetzt Quay als Monster bezeichnet? Also, wer diesen Ofer verstanden hat, kann es mir ja gerne mal unten in die Kommentarbox schreiben. Weil ich habe diesen Ofer null verstanden, wie gesagt. Und ich weiß bis heute nicht, wie er seinen Kratzer gekriegt hat. Also, nee, das war mir ein bisschen zu hoch, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Aber durch ein Buch in die Vergangenheit reisen, ich meine, wer hat ein Buch von der Vergangenheit, wo es Drachen gab? Kann ich mir also im Grunde genommen nicht vorstellen. Dann wäre doch die zweite Theorie das Portal von den magischen Spielen. Kann ich mir aber auch nicht vorstellen, weil sie es ja geschrottet haben. Also existiert es ja auch wieder nicht. Wie also geraten sie in die Vergangenheit? Ich meine, klar, man erfährt das in dem Film, sage ich jetzt mal. Aber es würde mich schon mal interessieren, wie genau sie in die Vergangenheit kommen. Irgendwie, so ein bisschen. Denken wir mal nicht weiter drüber nach. Meine Theorie ist, wie gesagt, dieser Zeitspalter hier. Ich habe den Namen jetzt gerade wieder sowas von vergessen. Ich habe so ein Blackout heute, das ist unglaublich nervig. Diese Timeline, Ignil kommt da raus, kämpft gegen Agnologia. Also ich denke mal, er wird die letzten Kapitel, beziehungsweise den letzten Manga, würde ich jetzt mal sagen, also ich denke mal, der Manga wird damit enden, dass Natsu lebt und dass er Natsu mit Dushi zusammenkommen lässt, weil das wäre jetzt irgendwie ziemlich, meiner Meinung nach, abartig, wenn Gray und Lucy zusammenkommen, weil was ist denn mit Chubia? Chubia steht dann nur daneben, wieder so Rache, Liebesrivalin und ich töte sie und so, ein, ja, wisst schon, ne? Das wäre dann so wieder der sinnlose Teil, fände ich. Weil mein Bruder hat auch schon gesagt, so Chubia und Gatchel und ja, was ist da mit Levi? Jetzt steht dann Levi wieder da und ja, mein Gatchel. Also ich denke mir schon, dass Hiro-sama das ändern wird in dem Manga, dass er Natsu als IND zurückholt. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, wenn IND wirklich kommt, wie dann
der normale Natsu wieder erscheint, sag ich mal, weil ich glaube nicht, dass Lishi die Fähigkeit hat, irgendwie das zu drehen und zu wenden, dass irgendwie IND dann sich in Natsu auflöst. Wobei ich mir auch nicht vorstellen kann, weil angeblich hat er ja einen Tumor gehabt, ne? Und Ignil hat ja so gesagt, er müsste sich entscheiden zwischen Dämon und Dragonflayer. Und hat er so gesagt, ich bin aber auch noch ein Mensch. Und somit sind ja beide Früchte, sage ich jetzt mal, Kerne, wie auch immer, verschwunden. Das heißt, IND wäre sowieso nicht wiedergekommen, weil er sich ja entscheiden musste, ist er ein Dämon oder ist er ein Dragonflayer? Aber er ist ja ein Mensch. Und dadurch, dass diese zwei Früchtchen ja verschwunden sind, gibt es auch so oder so kein IND mehr. Also könnte ich mir wirklich nur vorstellen, dass Natsu aus der Timeline rauskommt und irgendwie noch stärker als jetzt rauskommt und gegen Agnologia kämpft. Wobei, wenn er jetzt noch stärker ist als sowieso jetzt schon, dann ist der Anime wirklich übertrieben großflächig gemacht. Beziehungsweise einfach nur übertrieben, nicht großflächig, dann ist er wirklich nur übertrieben gemacht. Weil dann weiß man zu 100%, dass Hirosama einfach keinen Bock mehr hatte, diesen Manga weiterzuzeichnen. Da gibt's auch einen Vergleich zwischen dem Mangaka von One Piece. Der hat immer mehr Ideen. One Piece läuft seit 18 Jahren, hat über 800 Folgen und er hat immer neue Ideen. Und wenn ich mir der Hirosama angucke, wie schlappig er jetzt wird und auf Twitter ein Bild von Quay postet mit Kackhaufen. Wer es nicht gesehen hat, ich kann dieses Bild auch gerne mit ins Video reinschneiden. Aber höchstwahrscheinlich zum Schluss, dass ich da so einige Bilder mit reinschneiden werde. Und so, ja. Also im Grunde genommen kommen jetzt eigentlich zwei Bilder in meinen... Na gut, ich könnte auch diese Früchtchen mit reinschneiden. Von dazu, dass er sich entscheiden musste. Da werde ich aber meine Freundin nochmal fragen, weil die hat die gesamten Bilder davon. Weil die ist ja so Sammelfreak von Fairy Tale Bildern. Dass ich, also das Bild mit... Ich weiß gar nicht, was ich am Anfang reinschneiden wollte in der Mitte. Ja, ich höre mir das Video sowieso nochmal an. Auf jeden Fall kommt in der Mitte noch ein Bild von Natsu. Und in den Schlussbändern werde ich halt reintun hier diese Früchtchen und das Bild von Hirosama, wie er einen Scheißhaufen neben Quay gezeichnet hat. Was hier wohl so viel sagen wird, wie dass er seine Arbeit voll zum Scheißen findet mittlerweile. Ich muss sogar sagen, ich finde seine Arbeit auch zum Scheißen. Vor allem, wenn er Natsu jetzt sterben lässt. Der Anime hat richtig gut angefangen. Tartaros war richtig top. Und dass Natsu auch so jetzt ein paar Jahre verschwunden ist, und also nicht ein paar Jahre, eigentlich nur ein Jahr, fand ich auch richtig gute Idee. Und dann kommt er zurück, dann suchen sie sich alle, dann ist Krieg und ja. Also ich persönlich finde halt nur scheiße, dass er jetzt den Anime so, ja, herabspielt, sage ich jetzt mal. Und ich würde sagen, ich weiß nicht, wann ich das nächste Video drehe, da ich ja ab Dienstag im Urlaub bin. Und ja, vielleicht, weiß ich nicht. Also das nächste Video, denke ich mal, wird am Montagabend kommen oder irgendwann Montag auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt und wir sehen uns im nächsten Video. Mal sehen, was da das nächste Chapter sagt. Vielleicht drehe ich ja wieder ein Video über das nächste Chapter. Ich habe keine Ahnung. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass er dazu noch eine Chance gibt. Aber okay. Ich breche dieses Video jetzt ab und wir sehen uns im neuen Video. Ich glaube, diese Vibrationen hört man wieder in meinem Video. Ist natürlich sehr nervig, weil ich das Internet vergessen auszumachen. Ja, egal. Ich höre jetzt auf. Und wir sehen uns im nächsten Video und ich freue mich schon auf eure gesamten Kommentare und wir sehen uns. Bye!